Was machst du? Ich trinke mein Energy. Nicht. Hast du gerade einen Soundeffekt hinzugefügt? Warum soll ich? Ja. Keine Ahnung, aber es macht mir Angst. Es kommt gerade so. Machst du das? Woher soll ich das hinzufügen? Keine Ahnung. Es kann ja sein, dass du einfach gemacht hast. Nein, so wie ein Geist. Das macht mir voll Angst. Hat mir voll Angst. Ist ja nicht so, als gäbe es hier Geister, die mich voll schocken, weil sie fast unsichtbar sind und rote Augen haben. Du bist ziemlich leicht zu erschrecken, wenn das der Fall ist. Ja, ich bin sehr, sehr leicht zu erschrecken. Dann musst du mal Outlast spielen. Ja. Das mache ich immer. Neuestes Video. Clarky Games. Ja, Fuck. Clarky. Clarky Dice. Clarky spielt Outlast. Oh. Clarky hat sein PC verloren. Aus irgendeinem Grund. Clarky ist tot. Clarky hat einen Herzinfarkt bekommen. Scheiß Mini-Zombie. Hallo Mini-Zombie. Oh! Hier oben ist anscheinend eine Höhle. Das war es jetzt du. Kannst du nicht leugnen. Da vorne ist ein Creeper. Das war ich. Ich hab die ganze Zeit über nichts gesagt. Wenn du nichts gesagt hast, dann bist du deine Mutter. Das muss aber sehr seltsam. Meine Geburt muss sehr seltsam verlaufen sein. Ich bin ein Pinguin, der Pinguine. Ja, die. Weißt, mein Gesang passt überhaupt nicht zur Musik. Nur läuft gerade so. Da, und ich. Willst du mich verarschen, verkackte Scheiße? Jetzt finde ich 10 Milliarden Smaragde, aber keinen einzigen scheiß Diamanten. Wofür braucht man die Kacke Smaragde überhaupt? Geh heulen. Ich hör jetzt ins scheiß Skelett. Mann, sag doch wenigstens, wo du bist, Skelett, Mann. Dann weiß ich, wo du bist und kann dich umbringen gehen. So, habe ich noch 30 Fackeln. Die Karte will mich verarschen. Ich weiß nicht, ob es Absicht ist, aber normalerweise findet man, glaube ich, nicht 8 Smaragde innerhalb von 20 Minuten. Vielleicht. Oder doch? Okay. Dann war ich, glaube ich, schon, oder? Ja. Es hört sich so an, als wäre das Skelett die ganze Zeit bei mir. Aber es ist nicht in meiner Nähe. Es ist bestimmt ein Geist, der mich töten will. Mann, jetzt hör auf. Hast du eigentlich was dagegen, wenn ich deinen echten Namen sag? Das tust du doch die ganze Zeit schon. Das hast du schon in der Aufnahme mehrmals gesagt. Hey, was, Kevin? Habe ich noch nie. Ich habe noch nie deinen Namen gesagt, Kevin. Du weißt schon, dass ich Florian heiße. Mein ganzes Leben war eine Lüge. Ich weiß schon, dass ich Dieter heiße. Okay, Dieter. Nicht, sondern Aurel. Okay, Dieter. Oh, da wieder. Oh. Schock mich halt noch mehr. Ja, schon klar, aber ich bin die ganze Zeit in die... Okay, meine Mutter kommt rein und geht einfach wieder. Sie sagt so, ich bin's die Mutti, und dann geht sie wieder. Was? Ist ja scheißegal. Ja, ich soll ich einen Cut setzen oder soll ich... Weißt du, was ich setze? Lass es drin. Ja, ich lasse es echt drin. Das ist total lustig jetzt gerade gewesen. Boah, Mann, ich bin... Alter, ich bin gerade so erschrocken wie noch nie in meinem ganzen Leben. Ich kann lauter solche Horrorgeschichten erzählen, rein theoretisch. Im Legoland. Da gibt's ja so ein Horrorhaus, ne? Echt?
Zu Halloween, nicht immer. Da sind halt so Menschen, die dachten sich so, ja gut, wir bauen so ein Haus aus, auf wo wir Menschen erschrecken. Und dann gehen wir da so rein. Mit Lego-Figuren. Nein, 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 mit echten Menschen. Da sind echte Menschen drin. Ich weiß nicht, warum es im Legoland ist, aber da sind halt echte Menschen drin und die halt auch. Die halt drin und die erschrecken Leute. Und da sind halt so Fake-Spiegel und alles drin, wo die dann halt hinterstehen. Wie auch immer. Wir gehen da so rein, ich, meine Nachbarn und Eltern von den Nachbarn, beziehungsweise Vater, weil die Mutter noch woanders hin musste. Beziehungsweise, ich weiß nicht, ob sie woanders hin musste oder sich einfach nicht getraut, da reinzugehen. Oder sie, ich weiß nicht, ist ja egal. Auf jeden Fall gehen wir da rein und keiner hat sich getraut, vorne zu laufen. Und ich habe es nicht gemerkt und irgendwie nicht ganz schnell begriffen. Auf jeden Fall haben sie mich dann vorgeschickt. Und aus irgendeinem Grund bin ich dann vorne geblieben, obwohl ich eigentlich nicht vorne sein wollte, weil ich ja, wie gesagt, leicht zu erschrecken bin. Auf jeden Fall kamen da dann die ganzen Erschrecker. Und das erste Mal, als dann jemand kam, dachte ich mir so echt so, also bevor jemand kam, dachte ich mir so, hä? Was soll denn hier jetzt bitte gruselig sein, bis auf das man nicht sieht und nicht weiß, wo man lang gehen muss und dann direkt wahrscheinlich in 2 Sekunden auf die Schnauze fällt. Und dann denke ich da so, da ist dieser Spiel, lauf so gerade drauf zu, denkst du, da muss man irgendwie durchklettern, dann kommt dieser Kerl da rausgesprungen und sagt, schreit halt rum, und dann ich so, okay, dann sag ich so, hallo, können Sie uns sagen, wo der Ausgang ist? Und der Kerl hat sich dann so gedacht, hä? Du hast auch irgendwelche Probleme, nehme ich mal an. Und ich bin einfach überhaupt nicht erschrocken. Ich habe mich nicht erschreckt. Weißt, Sarazar, der gute alte Sarazar, der gut Deutsch sprechen kann eigentlich. Boah, wie ich gerade zitter. Ich zitter jetzt überhaupt nicht mehr, weil ich die Maus nicht bekomme. So, jetzt wieder. Der gute alte Sarazar hat in seinem Video gesagt immer noch, der sagt es immer und immer und immer und immer und immer wieder, ich habe mich erschreckt. Okay. Das ist grammatikalisch leider nicht korrekt. Nee, ich find's einfach komisch. Dein Leben ist auch nicht korrekt. Oh! So, da sind wir wieder alleine da. Anscheinend doch. Jetzt fress mal dein Hammelfleisch. Stopp mal das Video und jetzt geh mal auf Gomme, dann kannst du auch später weiter aufnehmen. Wie lange nehmen wir denn auf? Ich muss jetzt eigentlich wahrscheinlich aufhören zu skippen. Ich finde hier nie wieder raus aus der Höhle. Scheiße, wo geht's denn lang? Grab dich doch raus einfach. Ja, ich habe doch keine Ahnung von den Koordinaten. Ich weiß nicht mal, welches Video in dem es war, in dem ich es gezeigt habe. Obwohl es eigentlich nicht so weit weg sein kann. Weißt du was, das mache ich noch schnell. Ich gehe jetzt hier und buddel mich einmal nach oben. Was nur ein bisschen doof ist, ist, dass da Lava ist. Und wenn dann da... Ist jetzt riskant, sich nach oben zu bauen, aber ich mach's trotzdem. Das kannst ja nur daher, du stirbst.